Peter Kropsch, Sie sind jetzt seit einem halben Jahr bei der dpa als Geschäftsführer im Amt. Wie konsumiert der dpa-Geschäftsführer eigentlich Nachrichten? Ja, Nachrichten sind mein gesamter Tagesablauf, beginnt in der Früh. Und ich gebe zu, ich konsumiere es auf allen Kanälen. Ich konsumiere nach wie vor auch auf Papier. Ja, aber natürlich die Elektronik spielt im Tagesablauf eine ganz große Rolle. Welche Rolle spielt gerade bei dem Thema digitale Medien das Vertrauen? Wir reden viel über Fake News. Welchen Medien vertrauen Sie eigentlich noch? Welchen kann man noch vertrauen? Ich glaube, das Thema Vertrauen ist das zentrale Thema, das wir als Medien verlegerischer Herkunft haben. Das Vertrauen ist ein zentrales Gut, das die dpa hat, und das ist auch das, was im ureigensten für uns im Magenkern steht. Das heißt, also Agenturmeldungen müssen erstmal richtig sein, müssen zuverlässig sein. Ich glaube, es gibt in der Agentur gibt so ein schönes Sprichwort, weil man ja oft zwischen Schnelligkeit und Richtigkeit dann so seine Gedanken sich macht, und da gibt es so ein Sprichwort, das heißt irgendwie, if you have the choice between first and between being right, there is no choice at all, weil natürlich die Richtigkeit im Zentrum steht. Wie kann denn die dpa aus dieser Herausforderung ein Geschäftsmodell machen? Die Herausforderung, Information als Vertrauensgut, ist immer unser Geschäftsmodell gewesen. Ich denke nur, dass wir in dem aktuellen Umfeld, wo das Bewerten, das Einordnen und auch das Verifizieren von Nachrichten so ungemein in der Bedeutung steigt, dieses Geschäftsmodell immer wesentlicher wird. Das ist wie konkret helfen Sie dort deutschen Medien? Grundsätzlich ist es so, dass wir unsere redaktionellen Abläufe auch umgestellt haben. Es gibt neue Berufsbilder in der Redaktion, es gibt einen Radar Officer, der soziale Medien beobachtet, um alle Themen sehr früh mitzugeben. Und es gibt zum Beispiel einen Verification Officer, dessen Job es ist, zu verifizieren, ob das, was wir hier in der Recherche sehen, ob das auch wirklich seine Faktizität hat. Aber es geht natürlich über die Medien hinaus. Wir helfen auch Institutionen, Medien, die Unternehmen, die deren wichtigstes Thema Information als Entscheidungsgrundlage ist, hier auf faktische Informationen zu kommen. Nun stehen Nachrichtenagenturen ja selten im Fokus. Wenn sie im Fokus stehen, haben sie meistens was falsch gemacht. Das hat ja einen Nachteil, und zwar auch bei der Personalgewinnung. So einen Radar Officer muss man ja erstmal bekommen. Wie gewinnen Sie denn Leute für diese Position? Ja, also ich denke, Nachrichtenagenturjournalisten müssen verliebt in ihre Arbeit sein, weil sie stehen nicht in der Öffentlichkeit. Das Wichtigste muss sein, dass sie Freude daran haben, einen guten Job zu machen. Und unser Radar Officer, das ist der Christopher Wegwert, der kommt aus der Redaktion. Das ist ein junger Mann, der hier ganz besonders sich dieses Thema zu eigen gemacht hat. Und für den haben wir einen Job, in dem er sich wirklich entfalten kann und eben in dem er in der Redaktion auch etwas bewegen kann, indem wir was Neues machen. Wenn Sie noch einmal als Redakteur anfangen könnten, auf welcher Position wäre das? Also ich weiß nicht, ob Redakteur, also ich war Redakteur, ich war Wirtschaftsredakteur. Ich bin jetzt zusammengesessen mit unseren neuen Kolleginnen, die ins Volontariat einsteigen. Die sind alle toll ausgebildet. Ich weiß gar nicht, ob mich heute noch unser Chefredakteur als Redakteur einstellen würde. Wunschkonzert. Sie dürfen sich einen Posten wünschen. CEO der dpa. Und was sind Ihre nächsten Aufgaben, die Sie jetzt angehen, neben der Verifikation? Wie müssen Sie die dpa neu aufstellen? Was wir machen ist, wir verbessern uns natürlich im Kernbereich, in unseren Services an die Medien, aber vor allem auch in den Bereichen, die an Zielgruppen außerhalb der Medien gehen. Ich sage mal an Governance, an Unternehmen. Wir haben zum Beispiel letztens ein Unternehmen gekauft, BuzzRank. Das ist ein Unternehmen, das hilft in der Beobachtung von sozialen Medien, macht wirklich sehr schöne Reports, wo man die Zusammenhänge auch sehr gut sieht für die eigene Kommunikationsarbeit. Das in Kombination mit einem ganz klassischen Selektionsdienst der dpa, für die wir schon seit vielen Jahren 500, 600 Kunden haben. Das sind so Themen, die wir in Zukunft wesentlich ausbauen wollen. Horizont und Turi 2 TV.